Daten sind Rohstoff und Währung des digitalen Zeitalters. Daran haben uns alle längst gewöhnt. Zum Beispiel, wenn wir eine App runterladen, können wir sie nur dann nutzen, wenn wir ihr alle möglichen Zugriffsrechte auf unsere Daten erlauben. Ja, aber zumindest so eine gewisse Transparenz und Kontrolle darüber, was man erlaubt und was nicht, das hätte man natürlich auch gerne. Aber Tatsache ist, dass genau das wir gerade zunehmend verlieren. Ja, diese Kontrolle und diese Transparenz darüber. Und dass selbst dem kritischen und versierten Nutzer es häufig schwerfällt, der Datensammlung zu entgehen. Inwiefern dabei das kommerzielle User Experience Design, also die Gestaltung alltäglicher Benutzeroberflächen von Apps und Internetseiten eine Rolle spielt, das werden wir heute Abend erfahren. Es geht dabei unter anderem um Tricks, wie große Plattformen ihre User dazu bringen, oft unwissentlich ihre Daten zur Verfügung zu stellen. Wir freuen uns, dass heute Abend Rainer Mühlhoff hier ist, der in der heutigen Netzkultur eine systematische Tendenz zu einer digitalen Entmündigung erkennt und der diese Diagnose heute hier vorstellt und an Beispielen erläutert. Darüber hinaus plädiert er für einen kollektiven Datenschutz, weil von der Zusammenführung auch von nicht personenbezogenen und anonymisierten Daten durchaus eine Gefahr ausgehen kann. Dr. Rainer Mühlhoff ist Philosoph, Mathematiker und Programmierer. Er arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Sonderforschungsbereich Effective Societies, steht da auch, habe ich schon gesehen, der Freien Universität Berlin. Die Schwerpunkte seiner interdisziplinären Forschung liegen im Bereich Kritik und Ethik der digitalen Gesellschaft. Gut, nach dem Vortrag, wie üblich, Zeit für Fragen und Diskussionen und anschließend können wir dann die Gespräche ins Foyer verlegen zu einem kleinen Catering. Wobei wir noch schauen müssen, wie voll dann das Foyer noch ist oder ob wir das Catering vielleicht hier aufbauen. Das entscheiden wir dann spontan. Gut, damit übergebe ich erstmal das Wort an Rainer Mühlhoff. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die nette Einführung und für die Einladung an Ralf Hinterding und das ganze Team. Es ist mir eine große Ehre, hier in der Reihe GU-Dialog vortragen zu dürfen. Ich habe auch mal in Münster studiert, das ist allerdings 12 Jahre her, 13. Insofern hat es mich noch mehr gefreut, mal wieder hier zu sein. Ich möchte Ihnen jetzt hier unter diesem Titel Digitale Entmündigung so eine Art Zeitdiagnose präsentieren. Das ist ja gerade schon ganz gut angeklungen, die davon handelt, welches Verhältnis Menschen zu Technik vielleicht haben und welchen Beitrag das Design von Technik dabei leisten kann. Digitale Technik wird ja immer relevanter in immer mehr Lebensbereichen, wie unschwer zu erkennen ist, aber zugleich glaube ich, das ist natürlich debattierbar, aber sagen wir mal, glaube ich, dass sich auch immer mehr eine Art fatalistische Haltung gegenüber Technik breit macht, vor allem gegenüber digitaler Technik, also so eine Einstellung, man kann oder man will die Technik eh nicht verstehen, weil das alles immer komplizierter wird, sondern eigentlich ist man schon froh, wenn man sie überhaupt richtig bedienen kann. So eine Art Resignation verweist auf eine bestimmte Beziehung, würde ich sagen, zwischen Menschen und technischen Dingen. Und diese Beziehung ist allerdings, und das möchte ich hier auch zeigen, zum Teil ein Produkt der Gestaltung dieser technischen Geräte. Also gar nicht die Unfähigkeit der Leute schlechthin, sondern eher ein Produkt der Art und Weise, wie Mensch-Technik-Interaktion gestaltet wird. Das heißt, zahlreiche Aspekte des Designs wirken darauf hin, so die These, NutzerInnen in eine Position der Ohnmacht zu bringen. Das heißt, in ein Gefühl der Überforderung zu versetzen. Und ich fasse solche Formen der Beeinflussung unter dem Begriff der Entmündigung. Da gehe ich gleich auch noch mal ein bisschen drauf ein, warum der Begriff und vielleicht nicht andere. Oder ich glaube, es gibt auch andere Begriffe, die da passen, aber ich habe jetzt den gewählt. Ich fange Ihnen mal an, hier kurz die Strukturmerkmale von digitaler Entmündigung erstmal allgemein zu nennen. Das ist gleichzeitig jetzt die Dreiteilung, die auch dieser Vortrag haben wird, also die drei Kapitel dieses Vortrages. Und zwar ist die erste These, die ich besprechen möchte, dass man in der aktuellen kommerziellen Gestaltung von Interfaces davon ausgeht, dass das Nutzerverhalten unbewusst beeinflussbar ist. Und zwar durch St-
Stimuli, die im Design von Oberflächen und Interaktionsabläufen liegen. Also da liegt die Betonung jetzt auf diesem Moment von Unbewusst. Die zweite These ist, dass man versucht, die Mechanismen, die dieser Beeinflussbarkeit zugrunde liegen, statistisch auszumessen. Das heißt, in irgendeiner Weise datenmäßig zu erfassen und das Nutzerverhalten prädiktiv zu modellieren aufgrund solcher Techniken und das dann auch auszunutzen, also diese statistischen oder prädiktiven Modelle auszunutzen, um Design auf um Interfaces auf eine bestimmte Weise zu gestalten. Und die dritte These ist, dass Einblicke in die technischen Strukturen, in Algorithmen und Plattformen, über die unsere täglichen Kommunikationen und Interaktionen verlaufen, der durchschnittlichen NutzerInnen systematisch vorenthalten werden. Das heißt, die These ist, es gibt eine Tendenz, die darauf zielt, dass man gar keine Einblicke kriegen soll, auch wenn man sie will. Viele der Beispiele, die ich jetzt besprechen werde, die haben irgendwas mit User Experience Design zu tun. Das ist jenes Feld zwischen Informatik, Marketing und Design, kann man vielleicht so sagen, in dem die Gestaltung von Mensch-Maschinen-Interaktionen unter so einem ganzheitlichen Aspekt betrachtet wird, also insbesondere unter Einbeziehung auch von emotionalen Qualitäten und Erlebniswerten, also Erlebnisgehalten. Und es gibt für User Experience, steckt ja auch das Wort Experience schon drin, dafür gibt es sogar eine Industrienorm seit 2010, die definiert, es ist ja eine lange Norm, ich skizziere das nur kurz, die definiert User Experience als die Gesamtheit der, Zitat, Wahrnehmungen und Reaktionen hinsichtlich der Verwendung und oder der antizipierten Verwendung eines Produktes, Systems oder Services. Und dabei berücksichtigt dieser Ansatz insbesondere, Zitat, alle Emotionen, Überzeugungen, Präferenzen, Wahrnehmungen, psychische und psychologische Reaktionen, Verhaltensweisen und Errungenschaften des Nutzers, die vor, während oder nach dem Gebrauch auftreten. Zitat Ende. So, dieser vielleicht ziemlich sammelsuriummäßig oder diffus erscheinende Ansatz, der dezidiert aber auch subjektive Aspekte wie Spaß oder Sinnlichkeit oder Genuss im Blick hat. Wie gesagt, die Norm ist von 2010. Dieser Ansatz, der ist von diesem etwas älteren Usability-Ansatz nochmal zu unterscheiden. Also Usability als der klassischen Benutzerfreundlichkeit. Und auch dafür gibt es eine Norm, die ist dann von 1998, die definiert einfach Usability als den Grad der Gebrauchstauglichkeit. Und da hat man so diese drei klassischen Dimensionen, die da immer genannt werden, nämlich, dass ein technischer Service dazu gebraucht werden kann, ein bestimmtes Ziel effektiv, effizient und zufriedenstellend zu erreichen. Da steckt vielmehr diese Idee von dem Ding als ein Werkzeug drin, das werde ich später noch mal genauer sagen. Also das nur kurz als Hintergrund. Jetzt ist es so, ich werde sehr viel über UX-Design reden. Dabei läuft man ein bisschen Gefahr, missverstanden zu werden, sodass all das Schlechte nur an User Experience Design liegt. Das stimmt nicht. Also User Experience Design ist nicht die eine Ursache für das, was ich jetzt hier als so eine Gesamtdiagnose skizzieren möchte. Das ist aber ein Feld, in dem man es ganz gut exemplifizieren kann. Und mehr nicht. Also es ist keine Sündenbock-Geschichte. Ich werde in diesen vier Schritten vorgehen, die habe ich gerade schon so ein bisschen genannt. Wir fangen mal mit dem ersten Kapitel an, was ich als Interface, Nudges und Design Tricks bezeichne. Ich werde dieses Wort Interface, Nudges gleich auch erklären. Im Mai wurde auf der Google Entwicklerkonferenz Google I.O. das neue Android P angekündigt und da berichtet dann Spiegel Online, Zitat, die neue Software soll die Bedienung vereinfachen und die Nutzer erziehen. Der Guardian titelt, dass Google mit seinem Android P jetzt dann Werbung für das Digital Wellbeing mache und Googles Vice President of Product Management verkündet kleinlaut, Zitat, dass die Menschen heute damit kämpfen, in sozialen Situationen wirklich präsent zu sein, weil Benachrichtigungen auf ihrem Mobiltelefon sie ständig zu sehr ablenken würden. Zitat Ende. Die kleine kritische Welle, es gibt so eine kleine kritische Welle im Silicon Valley unter dem Begriff, unter dem Label humanetechnology.org oder Time Well Spent, das ist irgendwie so eine Bewegung von Ex-Google und anderen großen Firmen-MitarbeiterInnen und die bringen gerade solche Kritikpunkte auf und ganz pflichtbewusst sind jetzt im neuen Android P solche Funktionen geplant, die die NutzerInnen zu einem Bewusstsein über die Menge an Zeit verhelfen sollen, die sie mit verschiedenen Apps oder so auf dem Gerät verbringt. Da gibt es hier zum Beispiel dieses Dashboard, wo man sieht, halt, wie viel man was benutzt hat und so. Überdies natürlich auch ein schöner Anlass,
um all das detailliert auszumessen und diese Daten dann, also diese Nutzungsdaten dann auch mit einem Google-Server zu synchronisieren, muss man das also nicht mehr im Geheimen machen, sondern zeigt der Nutzerin ja sogar an, dass man es macht. Man kann dann auch sowas sagen, wie dass man irgendwie für eine bestimmte App sich irgendeine Zeitdauer setzt, wie lange man es benutzen will und solche Sachen. Oder es gibt die Funktion, die einen abends daran erinnert, ins Bett zu gehen. Zum Beispiel verwandelt sich dann der Bildschirm ab einer irgendwie voreingestellten Uhrzeit in Graustufen. Oder die YouTube-App fragt, ob man nicht vielleicht mal eine Pause machen sollte, wenn man länger als eine bestimmte Zeit am Stück Videos schaut. So, das sind alles solche Sachen, die in diesem Kontext Time Well Spent oder dieser kritischen Bewegung im Silicon Valley stehen. Interessanterweise aber auch, jetzt vielleicht ein bisschen von einem akademischeren Blickpunkt, sowas sind klassische Beispiele für Nudges. Und zwar im Sinne dieses Begriffs, ich weiß nicht, ob Sie den kennen oder nicht, wenn nicht, ist es nicht schlimm, es ist nur ein kurzer Einschub gerade. Im Sinne dieses Begriffs, der in der Verhaltensökonomik verwendet wird, also der verhaltenswissenschaftlich angereicherten VWL oder Economics Theory. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das jetzt kennt, aber wie gesagt, es ist nicht ganz wichtig im Detail, aber das ist eine große Debatte, die da angestoßen wurde, und zwar prominent von Richard Taylor und Cass Sunstein, die diesen Begriff vorgeschlagen haben. Das ist hier so dieses Werk. Ich will da auch gar nicht so unbedingt Werbung für machen, ich will Ihnen das nur zeigen. Nudging heißt wörtlich stupsen. Der große Elefant stupst den kleinen. Und damit meinen diese Autoren kleine unverbindliche Eingriffe in Entscheidungssituationen, die, mit denen dann versucht wird, das Verhalten der NutzerInnen vermeintlich zu ihrem eigenen Wohl zu beeinflussen, ohne aber den Nutzern Entscheidungsmöglichkeiten vorzuenthalten. Und das ist sozusagen der Knackpunkt daran. Ein Beispiel, was jeder kennt, ist zum Beispiel, es hat auch per se erstmal nichts mit Digitalem zu tun. Ein Beispiel, was jeder kennt, ist zum Beispiel die Platzierung von gesunden Lebensmitteln. Erstmal ein Beispiel, was jeder kennt, ist das Arrangement von Supermarktregalen. Also, dass man die Sachen, wo das der Supermarkt will, dass man sie eher kauft, halt auf Augenhöhe platziert und die anderen ganz unten. Man hat die volle Auswahl, aber die Entscheidungsarchitektur der Situation, die wird so designt, dass man eine bestimmte Entscheidung mit größerer Wahrscheinlichkeit trifft. Zu einem Nudge wird das Ganze dann nur, wenn man es im Sinne des Wohls der Menschen macht. Und da wird dann halt immer als Standardbeispiel genannt in der Cafeteria. Wenn so eine Cafeteria will, dass die Mitarbeitenden sich gesünder ernähren, dann müssen sie halt die Süßigkeiten von der Kasse wegtun und in irgendeine Ecke und die gesunden Sachen an die Kasse oder da, wo jeder hergeht. So simpel ist dieses Konzept. Und also Nudges, das ist jetzt das Entscheidende, die operieren über das Design sogenannter Wahlarchitekturen, Choice Architectures. Und das ist halt die räumliche, aber auch die grafische und die interaktive Logik, in der Auswahloptionen präsentiert und aufbereitet werden. Und entscheidend für Nudging ist, so zumindest diese Proponenten dieses Ansatzes in der VWL, dass durch das Arrangement der Entscheidungssituation keine Auswahlmöglichkeiten vorenthalten werden und das ist so eine logische Unverknüpfung, also diese beiden Bedingungen müssen erfüllt sein und zweitens, dass es im Sinne des Wohls der Menschen ist. Da gibt es eine Riesendebatte, die fragt ja, wer entscheidet das denn, was im Wohl der Menschen ist? Vielleicht ist für mich ja die Süßigkeit besser. Das ist ja total paternalistisch und überhaupt, was ist das denn eigentlich für ein selbstgefälliger Ansatz? Es gibt genau diese riesige kritische Debatte und ich würde mich nämlich mit dem, was ich Ihnen jetzt präsentiere, genau da auch einordnen. Aber zunächst einmal wollen wir sagen, was die sagen, nämlich die sagen, das ist ein libertärer Paternalismus. Weil man ja nichts vorenthält. Man bevormundet die Leute ja nicht, sagen sie, sondern wer will, kann ja. Aber wir wissen, dass im statistischen Durchschnitt, und uns interessiert gar nicht der einzelne Mensch, sondern nur die Kohorte, im statistischen Durchschnitt machen wir mit so einem Arrangement von Wahlarchitekturen einen Unterschied. Und das ist genau diese Denke, ja? Dass man nicht an den einzelnen Menschen denkt, sondern eher an die statistische Kohorte, die da im Hintergrund steckt. Ja, soweit die Hintergrundinformationen. In diesem Projekt hier habe ich versucht, diese Begriffsbildung auf Digitales zu übertragen und zu zeigen, dass die Frage mit dem Wohl der Nutzer nicht immer so einfach ist und vor allem auch nicht immer eingehalten wird. Das hier zum Beispiel ist ein anderes Beispiel für einen Nudge, nämlich ich weiß nicht, das ist ein bisschen untypisch, ich weiß auch nicht, wie viele von Ihnen das kennen, weil Sie werden es nur kennen, wenn Sie einen Google-Account besitzen, in dem Sie keine Telefonnummer hinterlegt haben.
Das ist nämlich ein Dialog, der taucht immer wieder mal auf, wenn man sich bei Google einloggt in seinen Account und keine Telefonnummer angegeben hat bis jetzt. Und Google will natürlich die Telefonnummer haben. Und das machen die dann mit so einer Dialogbox, die sagt, aus Sicherheitsgründen soll man die doch bitte angeben, weil sonst könnte man den Zugang zu seinem Account verlieren. Wenn man nämlich das Passwort vergisst, dann können die einen ja gar nicht mehr erreichen. Und so wird auf so eine Weise irgendwie so ein Framing geschaffen, wo man das Gefühl haben soll, man soll das bitte seinen Telefonnummer angeben. Wenn man das übrigens nicht möchte, dann gibt es hier unten, da wo ich diesen roten Kreis gemacht habe, auch den Link, über den man das vermeiden kann. Jeder, der ein bisschen Webdesign macht, der weiß, dass man nie einen Link mit Klick hier benennen sollte, weil ein Link sollte am besten, oder das klickbare Objekt sollte am besten immer auch aussagen, wohin man kommt, wenn man draufklickt. Also es ist so ein absichtlich schlecht gemachter Link, der auch noch unten im Kleingedruckten ist und kleinere Schrift und Grau. Ich würde sagen, dass hier wird eine Auswahlmöglichkeit geframed. Man hat beide Wahlmöglichkeiten, aber es ist geframed worden. Ein anderes Beispiel, das ist, betrifft jetzt Facebook. Ich verwende hier Screenshots aus einem sehr guten Blogbeitrag von Avi Chakram auf TechCrunch, das ist ein Usability-Design-Experte. Und das hier ist der Dialogbildschirm, wenn man bei Facebook eine externe App benutzen möchte. Man muss dann zustimmen, dass diese App auf die eigenen Profildaten zugreifen kann. So ähnlich wie Ralf das auch in der Einleitung schon gesagt hat. Und da hat es bei dieser Dialogbox von 2011 nach 2012 eine Designänderung gegeben. Hier sind diese beiden Designs. Übrigens sieht das, habe ich jetzt gesehen, heute nochmal wieder anders aus. Es hat nochmal wieder eine Designänderung gegeben. Ist ja egal, wir reden jetzt hier einfach nur über den Unterschied, den das macht. Das ist als Erkenntnis schon genug. In dem alten Design wurde, also das ist dann hier links klar angezeigt, dass im Fall dieser konkreten App zwei verschiedene Zugriffsrechte, nämlich auf Basisprofilinformationen und auf das automatische Posten im Namen des Users, an die App vergeben werden. Und man kann dann auf Zustimmen oder Ablehnen klicken. Ich weiß nicht, dieser Pfeil, kommt der da? Ja, der kommt da. Man kann dann auf Zustimmen oder Ablehnen klicken. Und in dem neuen Design wird das Ganze dann anders geframed. Zum Beispiel wird aus den zwei Schaltflächen, wo die Nutzerin vorher von einer ganz klaren Entscheidungsgabelung stand. Also das alte Design hat klar gemacht, du stehst hier vor einer Weggabelung. Du musst dich für Ja oder für Nein entscheiden. Du musst den Zugriff erlauben oder du musst ihn verbieten. Entspricht ja auch dem, was da in der Realität dann los ist. Man steht vor einer Gabelung. Genau das wurde aber halt designtechnisch vermieden im neuen Design. Nach dem Call-to-Action-Prinzip gibt es dann halt einen Button, der in so einer Imperativform, so Play-Game, formuliert ist. Und wenn man das nicht will, dann muss man das Fenster schließen oder, weiß ich nicht, den Zurück-Button oder so benutzen, wenn der funktioniert. Das heißt, man visualisiert strukturell schon nicht mehr so, dass man hier vor einer Entscheidung steht. Und dann kann man halt auch sehen, dass in dem alten Design war ganz klar, auch auf der inhaltlichen Ebene, auf der semantischen Ebene, davon die Rede, dass es jetzt hier um Zugriffsrechte geht, Permissions. Ich weiß jetzt nicht, was das deutsche Vokabular von Facebook ist. Und dass man da etwas erlaubt. Und das ist halt in dem alten Design, ist es da in diesem Kleingedruckten verkapselt. Aber das Wort Permission kommt zum Beispiel nicht mehr drin vor. Und auch nicht das Wort Allow. Sondern da ist dann die Rede davon, dass die App etwas receiven wird. Also das ist eine viel schwächere Form, das Gleiche zu sagen. Und sowas wird dann halt einfach so gemacht. Interessant finde ich auch das Prinzip der sogenannten Action Line. Man weiß im Usability oder Webdesign, dass NutzerInnen, wenn sie so eine Seite sehen, eigentlich nach klickbaren Objekten in erster Linie so eine Seite abscannen. Also man liest sich ja nicht irgendwie von oben links nach unten rechts den Text primär durch, sondern man sucht auch vor allem nach klickbaren Objekten. Und man weiß, dass man sich unter dem niedrigsten klickbaren Objekt eine horizontale Linie vorstellen kann. Und alles darunter ist unsichtbar für sehr, sehr viele NutzerInnen. Also für NutzerInnen, die viel schneller eine Entscheidung treffen, nämlich da drauf zu klicken, als dass sie sich damit beschäftigen. Und natürlich verkapselt man dann hier all die pikanten Informationen unter dieser Action Line, also in diesem für viele, also im Durchschnitt betrachtet für viele NutzerInnen dann unsichtbaren Bereich. Das Design dieser Dialogbox ist also darauf optimiert worden, dass die User mit hoher statistischer Wahrscheinlichkeit eine Berechtigung zur Datenweitergabe erteilen werden, oftmals ohne überhaupt bewusst zu begreifen, dass sie dabei Datenzugriffe erlauben. Und
Nein, ich habe mir das nicht ausgedacht. Wenn man ein bisschen weiter reingeht, dann sieht man, dass das System hat. Facebook publiziert selber sogenannte User Experience Guidelines für ProgrammiererInnen von externen Apps. Das sind ja dritte ProgrammiererInnen, die das dann für oder auf Facebook programmieren. Das ist ja eine Plattform. Da gibt es so ein Wissenskorpus von Design-Tricks, die man sich dann da angucken kann. Und darin befinden sich auch Ratschläge, wie man gegenüber Usern mit dem Thema Zugriffsrechte auf Profildaten umgehen soll. Zum Beispiel, also einer der Ratschläge, ich greife mal einfach einen raus, zum Beispiel, wenn man in seiner Anwendung den Facebook-Login-Service benutzt, das ist dieses Ding, also man ist jetzt eine externe Seite und will aber über Facebook so eine Login-Funktion zur Verfügung stellen, sodass die Leute sich auf der Seite nicht einen eigenen Nutzernamen, Passwortkombination anlegen müssen, dann fordert zum Beispiel Facebook die Entwickler von Apps nicht dazu auf, fordert Facebook die Entwickler von Apps dazu auf, nicht direkt am Anfang, also beim ersten Login, alle Berechtigungen auf einmal vom Nutzer zu erfragen, sondern stattdessen soll man sich eine Berechtigung immer erst dann einholen, wenn sie im Nutzungsfluss auch benötigt wird. Im Sinne von Datensparsamkeit, was ja eines der Grundgebote unserer Datenschutzgesetzgebung ist, klingt das zunächst mal gut. Aber zwischen den Zeilen heißt das, dass die User zunächst mit einem Minimum an Zugriffsrechten in die App hineingeloggt werden sollen. Und das wird auch durchaus in den Usability Guidelines von Facebook so argumentiert. Und sie werden dann engaged, wie man das nennt. Und dann machen sie vielleicht aufwendige Dateneingaben, legen sich irgendein Profil an oder laden Bilder hoch oder was man dann da so macht. Und wenn man dann noch nach einer weiteren Berechtigung fragt, um noch einen Schritt zu komplettieren, dann weiß man, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Abbruch viel geringer ist, als hätte man am Anfang transparent gemacht, welche Permissions, welche Zugriffsrechte alles erfragt werden irgendwann mal. Ich nenne das die Salami-Taktik der Datenerhebung. Ich fasse solche Techniken unter dem Begriff Interface-Nudges. Mit der Begriffswahl ist die These verbunden, dass so etwas wie Nudge-Thinking, also das verhaltenswissenschaftliche Denken in kleinen, unterschwelligen Stupsern, die man in den Ablauf einer Mensch-Maschine-Interaktion einbaut, heute die dominante Denkweise im Bereich des kommerziellen User-Experience-Design ist. Und entscheidend für das Prinzip Nudging ist dabei, wie gesagt, dass die alternativen Wahlmöglichkeiten nie ausgeblendet werden, sondern lediglich in irgendeiner Form auf der Ebene großer Nutzerzahlen statistisch unwahrscheinlicher gemacht wird. Und dabei kommen keine Techniken der Überredung oder der Argumentation zum Tragen und auch nicht Techniken der krassen, sagen wir mal, Täuschung. Also man macht nicht einen Button, wo A draufsteht, und wenn man klickt, dann macht der Button B. Sowas auch nicht, sondern irgendwie grafische Tricks und situative Framings der anstehenden Entscheidung, die letztlich auf psychologischen oder kognitionspsychologischen Mechanismen beruhen. Ein geläufiger Begriff für solche Phänomene ist auch Dark Patterns. Dark Patterns sind Muster in der Benutzerführung, wo der Nutzer irregeführt wird. Deswegen ist der Begriff ein bisschen größer als das, was ich hier gerade mit Interface Nudges im Blick nehme. Also zum Beispiel Werbung, die so aussieht wie der Inhalt einer Seite oder wie das Navigationssystem auf einer Seite und dann klickt man drauf, wenn man navigieren will und dann war das aber Werbung und dann landet man halt irgendwo auf der Seite, wo das dann hinverweist oder so. Oder hier Ryanair.com ist bekannt für Dark Patterns, für ein lebendes Labor von Dark Patterns. Das ist jetzt ein bisschen veraltet, das ist der Screenshot, aber das war lange Zeit so ein Dark Pattern. Man will so eine, ich weiß nicht, ob Sie das lesen können, also es geht darum, dass man noch so eine Reiseversicherung auch noch dazu kaufen soll und dann ist hier so ein Dropdown-Menü, da steht halt Please select a country of residence. Man denkt sich, ja gut, das ist jetzt so ein Datum, was die halt wissen wollen, damit man sein Ticket buchen kann und dann ist hier eine Liste der ganzen Länder und als ein Eintrag unter N steht dann No Travel Insurance Required. So, das ist ein Dark Pattern. Das würde ich jetzt auch nicht unter Interface Nudges packen, weil das ist zu offensichtlich eine Täuschung, ein Täuschungsversuch. Also das funktioniert natürlich auch statistisch und so, also vieles ist sehr ähnlich, aber ich will versuchen, mit diesen Interface Nudges was zu selektieren, was nicht ganz so schreiend linkisch ist, sagen wir mal. Und damit vor allem auch nochmal
meiner These nach auch ein bisschen neueres Prinzip in den Blick bringen, was fast noch perfider ist, nämlich weil es gar nicht so sehr auffällt, weil das Ding fällt ja ganz offensichtlich auf. Also jeder, der sich dieses Ding, der dieses Dropdown-Menü sieht, der weiß doch schon, was los ist. Und die Interface-Nudges, die sind eine Nummer subtiler und deswegen halt auch schwieriger zu erkennen. Zweites Kapitel, User Experience Design und Massendaten. Es geht ja in diesem ganzen Vortrag um Datenerhebung. Und was ich zuvor gesagt habe, dass man sich so kognitionspsychologische Mechanismen zunutze macht, die im Durchschnitt von vielen, vielen Nutzern bestimmte Effekte hat, also dass man irgendwas am Design ändert und dann hat das im Durchschnitt einen bestimmten Effekt. Das wirft ja die Frage auf, wie das in der Praxis überhaupt festgestellt wird, ob solche Tricks effizient sind. Also wie die Effizienz solcher Interface-Nudges überhaupt gemessen und empirisch verifiziert werden kann. Und dazu jetzt dieses Kapitel der Präsentation. Klassischerweise, das hat eine lange Tradition, hat man das mit sogenannten Usability-Experimenten getestet. Das sind Experimente, wo man Menschen dafür bezahlt, die Webseite oder die Software, die man entwickelt, zu benutzen, darin also bestimmte Aufgaben zu erledigen oder Vorgänge durchzuspielen. Und während man selbst dann als Entwicklerin daneben saß und zuschaut und mit protokolliert oder mitfilmt. Also da sollten die Leute dann kommen, man muss die dann bezahlen oder so. Und das macht man dann mit 5 bis 15 Leuten. Und damit kann man dann qualitativ analysieren, auf welche ergonomischen Hindernisse die Personen stoßen. Und dann muss man halt irgendwie noch die Statistik im Kopf behalten, dass die Stichprobe groß genug ist. Aber das sind typischerweise ein paar Hände voll Leute. Solche Usability-Tests sind heute immer noch relevant und werden auch immer noch gemacht, weil sie auch in so Fokusgruppenprozesse eingebunden sind, die noch mehr machen. Aber sie rücken in ihrer Bedeutung ein bisschen in den Hintergrund. Ein bisschen ist fast ein bisschen übertrieben. Also sie rücken deutlich in den Hintergrund, seitdem Webseitenentwickler fast flächendeckend Web-Analytics-Werkzeuge einsetzen. Und wie Sie natürlich wissen, sind das Tracking-Techniken, die es erlauben, die Bewegungen jedes einzelnen realen Users im alltäglichen Online-Betrieb einer Webseite aufzuzeichnen und statistisch auszuwerten. Ja, und Google Analytics ist der Marktführer solcher Werkzeuge des Trackings und Web Analytics. Das ist ein Service von Google, den man für seine Webseite kostenlos benutzen kann. Dazu muss man nur so ein kleines Code-Snippet, um hier auch was für die InformatikerInnen zu zeigen, von Google nehmen und in jede Unterseite einbinden, oben im Header, wie es hier in der Anleitung zu lesen ist. Und dieser Code von Google, der kontaktiert dann vom Browser des Nutzers der Seite aus einen Google-Server, lädt ein paar JavaScript-Bibliotheken und meldet im Laufe der Session immer wieder ein paar Daten an den Google-Server zurück, und zwar vom Computer des Benutzers. Das ermöglicht es dann Google, die Aufrufe der einzelnen Rubriken einer Webseite zu registrieren oder auch mit Klicks, auch die Klicks auf einzelne Links oder auf Buttons oder auf Bilder, auch wie tief man runterscrollt und so weiter. Also jede Menge Sachen werden damit registriert und an Google-Server gemeldet von den Computern jedes einzelnen Nutzers aus. Ja, und für die Webseitenentwickler gibt es dann hier solche Dashboards, Armaturen, Bretter. Da sieht man dann zum Beispiel die einzelnen Unterseiten und wie viele Leute da jeweils drauf waren. Für Usability-Erwägungen sind aber eigentlich gar nicht die einzelnen Seitenaufrufe per se interessant, sondern eher die Nutzerflüsse durch so eine Webseite. Ne? Man will wissen, von wo ist jemand wohin gegangen und wie viele bleiben dabei hängen und machen nicht weiter oder sowas. Da gibt es dann auch verschiedene Auswertungsbildschirme. Nehmen Sie einfach nur die Komplexität zur Kenntnis. Zum Beispiel sieht man hier die Landingpages da oben und welcher Anteil von Usern als nächstes auf welche der Unterseiten weitergegangen ist. Also das hier in der linken Spalte sind so die verschiedenen Landingpages. Da ist jetzt nur eine abgebildet, die nächste, die fängt hier an. Und dann verzweigen sich halt verschieden große Anteile auf verschiedene weitere Unterrubriken und von da verzweigen sie sich weiter. Und so hat man so ein Flussdiagramm. Und was man, diese rot markierten Anteile, das ist der sogenannte Drop-Off, also die Leute, die dann da nicht mehr weitermachen an dem Punkt, weil sie die Seite schließen oder vom Stuhl fallen. Und was man jetzt leider hier nicht sieht, ist, dass man solche Auswertungen auch nach Nutzergruppen
zum Beispiel nach demografischen Kriterien oder nach geografischer Herkunft differenzieren kann. Also ich kann das auch so machen, dass ich mir so ein Flussdiagramm nur für alle weiblichen Nutzer anzeige oder alle Nutzer über 35 oder alle Nutzer aus Berlin, wo auch immer Google diese Daten her hat. Da können wir auch noch, vielleicht gehe ich gleich noch vielleicht kurz drauf ein. Auf jeden Fall kann man das so stratifizieren. Und was für die Entwicklung einer Seite hauptsächlich interessant ist, sind bestimmte typische Nutzerflüsse, zum Beispiel in einem Online-Shop von einer Landingpage bis zum Abschluss einer Bestellung. Das will man ja wissen. Wofür dann, aber das kann ja verschiedene Wege haben, ja, zu so einer Bestellung von der Landingpage, also allein schon, wenn man verschiedene Produkte bestellen könnte, gibt es ja verschiedene Wege. Das heißt, das ist fast zu detailliert hier, so ein Bildschirm. Also man möchte irgendwie wieder so wissen, wie viele Leute insgesamt ein Ziel wirklich erreichen. Und das nennt man im Marketing dann Conversion Rate, also die Anzahl derer, die ein bestimmtes definierten Zielpunkt erreichen, relativ zu der Anzahl derer, die vorne angefangen haben. Und meistens hat so ein Ziel verschiedene Zwischenstationen, nämlich zum Beispiel Artikel anschauen, in den Warenkorb klicken, dann zur Kasse gehen, bezahlen, die Bestellung abschließen und so weiter. Und so eine Kette von Schritten nennt man Conversion Funnel, also Konversionstrichter. Das hier ist so eine Visualisierung von Google Analytics eines solchen Konversionstrichters. Und man sieht, warum das Trichter heißt, nämlich weil auf jedem Zwischenstation prinzipiell Leute ausscheiden, weil sie dann da aufhören. Und es lässt sich mit einem Analytics-Tool wie diesem dann auch ganz genau ausmessen, wie viele das sind und auch welche Nutzergruppen zum Beispiel das besonders trifft, dass die an welchen Punkten aufhören. Und wirklich spannend wird es jetzt, wenn man sich die Frage stellt, also es geht halt dann darum, die Reibungspunkte zu ermitteln. Also man möchte wissen, wo hapert es denn, wo scheiden die meisten Leute aus, um schon mal die Stelle zu lokalisieren auf so einer Webseite, wo das Design oder wo irgendwas nicht stimmt. Also es kann ja auch der Inhalt sein, kann ja auch sein, dass das Porto zu teuer ist oder so. Das muss man sich dann noch überlegen. Ja, und wirklich spannend wird es jetzt, wenn man sich die Frage stellt, wie man mit dieser Vermessungstechnik wirklich das Design, also die Gestaltung einer Webseite optimieren kann. Und bis jetzt wurde ja immer nur passiv gemessen. An welcher Stelle Reibungspunkte sind und so weiter. Aber die Frage ist halt jetzt, wie kann man diese Reibung mit ähnlichen Mitteln vielleicht reduzieren? Und dafür gibt es auch eine Lösung, nämlich das berühmte AB-Testing. Das ist ein allgemeines Prinzip erstmal, für das aber auch wiederum von Google, also Google als dem Marktführer, einen Service gibt, den man an Google Analytics andocken kann. AB-Testing ist die Idee, dass man die eigene Seite im Realbetrieb als behaviorelles Labor, also als ein Labor für vergleichende, verschiedene, für Experimente, für Verhaltensexperimente nutzt, und zwar um verschiedene Designvarianten zu testen. Dazu wird dann randomisiert zum Beispiel der Hälfte aller Besucher eine Variante A angezeigt und der anderen Hälfte eine Designvariante B. Die NutzerInnen, die wissen überhaupt nicht, dass sie an einem Test teilnehmen, weil sie wissen ja nicht, dass sie eine Variante B sehen. Sie denken, das ist halt einfach diese Seite. Und zwischen diesen Varianten A und B, es können auch noch C und D und F sein und so weiter, sind meistens nur relativ kleine Änderungen im Design. Und zum Beispiel bei einem Online-Shop weiß ich nicht, dass man die Preise ein bisschen größer macht, eine Schaltfläche ein bisschen blauer oder die Anordnung der Informationen ein bisschen verändert. Und man kann dann für jede der beiden Varianten separat die Conversion Rates, zum Beispiel halt wie viel kommen wirklich bei einer abgeschlossenen Bestellung an, ausmessen. Und weil ja eine Webseite im Realbetrieb typischerweise sehr, sehr viele Nutzer hat und insbesondere man hier Statistik mit n gleich alle macht, also mit, wo der Stichprobenumfang gleich der Realkohorte ist, erhält man durch diese Abgleiche hochsignifikante Ergebnisse über die relative Effizienz der getesteten Designvarianten. Und dass die NutzerInnen nicht wissen, dass sie an einem Test teilnehmen, trägt auch noch zur statistischen Qualität der Daten bei. Ja, hier ist mal so eine typische Auswertung, wo ein Originaldesign gegen vier Varianten getestet wurde. Da wird dann so grafisch miteinander verglichen, wie die jeweils performt haben. Die These, die ich hiermit jetzt machen möchte, ist, dass man mit Tracking-Techniken das Internet sozusagen als Echtzeitlabor für Verhaltensexperimente nutzen kann. Und das tut man auch. Man kann in großem Maßstab Daten über wahrnehmungspsychologische Verhaltensmuster in Reaktion auf einzelne Designelemente erheben und ausnutzen. Das ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil laut einer Statistik des W3-Konsortiums 2/3 aller Seiten im Netz ein Analytics-Tool einsetzen
also 2/3 der 10 Millionen wichtigsten Seiten im Netz. Und darunter ist Google Analytics mit 86% der Marktführer. Das bedeutet, dass 56% der Seiten im Netz Google Analytics einsetzen. Und der zweitbeliebteste Service ist Yandex mit einem Marktanteil von nur 5,2%. Ja, wie schon vorhin gesagt, macht die Detailschärfe der Tracking-Möglichkeiten nicht bei den Aufrufen von Unterrubriken halt, sondern erfasst auch die Klicks zum Beispiel auf einzelne Elemente der Seite, also auf einzelne Bilder oder Buttons und so weiter. Eines meiner Lieblingsbeispiele dafür ist Googles Suchmaschine selbst. Wenn ich auf der Resultateseite, das ist hier mal so eine exemplarische Suche, irgendwas anklicke, dann wird dieser Klick nämlich an einen Google-Server zurückgemeldet. Also das ist so ein Link, das ist jetzt wieder ein kurzer Nerd-Abschnitt für die Leute, die Lust haben auf Code, aber sie müssen das nicht verstehen. Das ist der HTML-Ausschnitt von so einem Suchresultat-Link. Sie sehen, der gelb markierte Bereich ist ja die Zieladresse. Der führt dann auch wirklich in dem Fall zur Tagesschau, weil das das erste Suchresultat war. Aber da gibt es dann hier auch noch so ein JavaScript-Event on Mouse Down, also wenn die Maus runtergedrückt wird, dann wird so eine Funktion RWT aufgerufen, die ist im Header der Seite definiert. RWT, das steht wenig verhohlen für Rewrite, und diese Rewrite-Funktion rewrite dann was? Das Ziel des Links. So sieht der Link nämlich dann nach dem Rewrite aus. Das heißt, also in dem Ereignis des Runterdrückens des Maus-Buttons wird die Zieladresse ausgetauscht, und ein Link wird ja erst aufgerufen von dem Webbrowser, wenn man den Button wieder loslässt, also im On-Mouse-Up-Event. Das heißt, es wird in dieser kleinen Zeitspanne zwischen Runterdrücken und Hochdrücken, Hochlassen, wurde die Zieladresse ausgetauscht, und das ist dann das, was aufgerufen wird. Sie sehen, Sie landen dann bei einem Google-Server, dem Sie allerhand Parameter übergeben. Parameter, die viel Kleinkram enthalten. Man kann das mit, das ist ein gutes behütetes Betriebsgeheimnis. Ich habe versucht mit ein bisschen Reverse Engineering, und auch es gibt auch eine Community, die das macht, genau, und die Resultate habe ich hier so ein bisschen zusammengetragen. Insbesondere, also man kann da jetzt nicht beliebig in die Details gehen, aber was zum Beispiel erfasst wird, ist, welche Position das angeklickte Resultat auf der Seite hatte. Und es wird eine eindeutige Suchsession-Nummer mit übertragen, sodass also diese einzelne Suchsession identifizierbar ist. Besonders pikant finde ich, dass es auch einen Parameter gibt, der erfasst, ob man mittels des Zurück-Buttons oder durch das Umschalten von Tabs auf die Resultateseite zurückgekommen ist, nachdem man sich schon ein vorheriges Resultat angeschaut hat. Das macht dieser Parameter CAD. Das ist interessant, weil das deutet ja darauf hin, dass vielleicht das erste Resultat, was man angeklickt hatte, nicht zufriedenstellend war. Und das will Google wissen, um die Suchmaschine danach dann zu kalibrieren. Und also in Kombination dieser drei Parameter kann Google also ganze Such- und Klickhistorien tracken und insbesondere statistisch auswerten, welches Resultat wohl vielleicht das für diese Person beste war. Und hier auch noch spannend, der letzte Parameter, SIG2, der ist nämlich nur dann vorhanden, wenn man einen Google-Account-Cookie hat, also wenn man in einem anderen Fenster oder in einer anderen Tab bei Google eingeloggt ist, zum Beispiel bei YouTube oder Gmail oder was es auch noch für Google-Services alles gibt. Und dieser Wert erlaubt es dann, die gesamte Suchhistorie diesem konkreten Nutzer-Account zuzuordnen. Und das wird dann entsprechend dauerhaft abgespeichert. Google benutzt diese detaillierten Tracking-Informationen auf seiner Resultateseite natürlich, um seine KI, die künstliche Intelligenz für die Ermittlung relevanter Suchresultate zu trainieren. Die unfreiwillige Einhegung oder Einbindung von Menschen zur Gewinnung von Trainingdaten für KIs wäre nochmal ein interessantes anderes Thema, was leider nicht Teil dieses Vortrags sein kann. Ich habe da interessante Texte zu, wenn Sie das interessiert. Worauf ich hier jetzt hinaus möchte, ist, dass durch das detaillierte Tracking klassische Usability-Messinstrumente, also dieses klassische Usability-Testing, durch massendatenbasierte Auswertungen ersetzt werden können. Um zu ermitteln, welche Elemente auf so einer Webseite zum Beispiel am meisten wahrgenommen wurden, würde man als klassisches Usability-Experiment zum Beispiel so eine Eye-Tracking-Studie machen, ja, dass man Leute vor einen Rechner setzt, deren Pupillen trackt und guckt, wo verweilen die am meisten. Dann kommen da solche Heatmaps dabei raus. Nicht die gleichen, aber äquivalente Heatmaps kann man mit den Daten, die Google trackt, halt auch erstellen.
die mögen nicht in jeder Schattierung genauso detailliert sein, weil ja manches gucke ich nur an und klicke nicht drauf. Dafür sind sie aber über eine viel, viel, viel größere Kohorte von Menschen erhoben worden, sodass dann man sagen kann, dass die wirklich relevanten Informationen tatsächlich sogar viel genauer erhoben werden. Ja, ich habe jetzt hier zwei Beispiele für Tracking etwas ausführlicher besprochen, nämlich, aber es ist wichtig, dass das sich bei diesem Thema eigentlich um eine Gesamtsituation handelt, in der verschiedene Technologien und auch verschiedene große Unternehmen Hand in Hand spielen. Insbesondere gibt es neben den Analytics-Services noch viele weitere verbreitete Strukturen, die eine statistische Auswertung von Nutzerbewegungen im Netz gestatten. Und darunter sind prominent der Facebook-Like-Button zu nennen oder die Login-Dienste von Google und Facebook sowie verschiedene Tracking-Cookies und Web-Beacons, die dann gar nicht mehr so populär sind, weil sie kein Logo haben oder so, weil man mit denen nicht interagiert, sondern die laufen im Hintergrund. Es ist nur wichtig, also ich habe jetzt viel über Google geredet. Google ist da der marktführende Player, aber bei weitem nicht der einzige. Und in dieser Gesamtschau zeigt sich dann auch, dass das Tracking zum Zweck der Usability-Optimierung sicher nur ein Teilaspekt von etwas viel Größerem ist. Also vielleicht ist es wird nicht nur für Usability-Messungen getrackt. Vielleicht ist es allerdings ein Aspekt, also diese Verwendung von Tracking zur Designoptimierung, über den sich das Tracking oder Tracking-Infrastrukturen ziemlich gut verbreiten konnte. Weil nämlich dieser Zweck der Designoptimierung für jede Webentwicklerin ein wichtiges Anliegen ist. Web Analytics Services sind also ein ganz guter Social Hack, um über die Mitwirkung von Webseitenentwicklern eine flächendeckende Tracking-Infrastruktur zu etablieren. Deswegen sind solche Tracking-Dienste wahrscheinlich auch kostenlos, zumindest bei Google und in den Grundversionen. Worauf ich mit dieser These hinaus will, ist, dass es heute eine inhärente Verbindung von User Experience Design, von kommerziellem User Experience Design und Massendatenerhebung gibt. Also UX Design, wie es auf industriell betrieben wird, ist eine massendatenbasierte Wissenspraxis. Wenn man jetzt so ein bisschen Sozialtheoretiker ist, weiß ich nicht, Foucauldianer oder Social Epistemology macht, dann weiß man, was dieser Wissenspraxisbegriff transportiert. Und das heißt, die Begriffe und Denkweisen, die ganze Wissensbasis und die Designziele, die in diesem Feld eine Rolle spielen, werden durch die Sammlung und Auswertung von Verhaltensdaten wesentlich mitproduziert. Also dadurch, dass ich bestimmte Sachen messen kann und bestimmte Sachen sichtbar machen kann, gibt es auch plötzlich ganz andere Sachen, die man erreichen will, die man debattieren kann, an denen sich überhaupt Designentscheidungen orientieren. Das bringt mich zum dritten Kapitel. Ja, nach diesen sehr aktuellen und anwendungsbezogenen Gedanken will ich jetzt in diesem dritten Abschnitt zu versiegelten Oberflächen ein bisschen allgemeiner werden und auch ein bisschen rauszoomen. Es gibt in der Evolution der Mensch-Maschine-Interaktion über die letzten Jahrzehnte eine Entwicklung, die ich als den Trend der versiegelten Oberflächen bezeichnen würde. Und ich werde das entlang von zwei Dimensionen hier ausfalten, nämlich das eine ist die Dimension des Denkens und das andere ist die Dimension des Verwaltens. Das hier ist eine Staubsaugerdüse. Die hat hier so einen Schalter, wo man zwischen einer glatten und einer borstigen Düse umschalten kann. Das hier ist auch eine Staubsaugerdüse, aber eine andere. Ich weiß nicht, ob Sie den Unterschied erkennen. Die Bebilderung des Schalters hat sich geändert. Im alten Design wird die Eigenschaft der Düse, borstig oder glatt zu sein, gezeigt. Und im neueren Design geht es um die Eigenschaft des Bodens. Die Düse ist in diesem neueren Design gleich und unspezifisch in beiden Schalterstellungen gezeichnet worden, während der Boden aber einmal glatt ist und das andere Mal Haare hat. Ganz aktuell ist übrigens noch dieses dritte Design. Da ist auf dem Schalter gar keine Düse mehr skizziert, sondern einfach nur noch das Symbol für Parkett versus Teppichboden, wenn ich diese Symbole richtig lese. Jetzt kann man ähnliche Beispiele, man kann weitermachen mit solchen Beispielen. Das ist ein
eine Mikrowelle. Da gibt es auch zwei Designvarianten für das Bedieninterface. Einmal hier links, wo man die Dauer und die Leistung einstellt, und da rechts oben, wo man zwischen solchen Lebensmittelprogrammen wählen kann, und es wird dann, also so Curry, Pasta, Chicken, und es wird dann nach irgendeinem verdeckten Rezept entschieden, mit welcher Dauer und mit welcher Strahlungsleistung das in der Mikrowelle befindliche Gut dann erwärmt wird. Das heißt, nach irgendeinem verdeckten Rezept wird dann auch nur über diesen zweiparametrigen Raum selektiert. Meiner Meinung nach ist der Unterschied, und ich kann Ihnen auch Waschmaschinen zeigen, also man findet viel, wenn man sucht. Das Prinzip ist, glaube ich, rübergekommen, und ich glaube, dass dieser Unterschied fundamental ist. Man erschafft mit diesen neueren Designs nämlich eine Interaktion, in der es nicht mehr darum geht, das Gerät in seinem mechanischen Aufbau zu erfassen. Der Nutzerin wird es in diesen neueren Designvarianten nicht ermöglicht, das Gerät in einer Zweck-Mittel-Relation einzusetzen, die sich durch Denken und Wissen über seine Funktionsweise erschließt. Also ich habe einen bestimmten Zweck und ich habe da ein Gerät und ich überlege mir, wie kann ich das Gerät dazu verwenden, diesen Zweck zu erreichen. Und da ich die mechanischen Eigenschaften oder irgendwelche Eigenschaften des Gerätes kenne, wird mir dann zugetraut oder ermöglicht, auch nur irgendwas mit dem Gerät so zu machen, dass mein Zweck damit schon erreicht werden wird. Genau dieser Spielraum für einen selber nachdenkenden Nutzer, und das ist ja auch eine Einschränkung. Also ich kann ja zum Beispiel diese Mikrowelle, was ist denn, wenn ich jetzt was erwärmen möchte, was da nicht draufsteht? Dann müsste ich mir überlegen, das, was ich hier vorliegen habe, ist das eher wie so ein Chicken oder ist das jetzt eher Potato? Klar, sowas kann ich dann machen, aber das ist dann wieder so ein Hack, ne? von einem Interface, was eigentlich für sich beansprucht, total eigentlich alle Optionen abzudecken. Don't make me think. Man möchte nicht denken müssen. So könnte man auch diese neueren Designvarianten betiteln. Und damit führt die Assoziationskette, die ich jetzt hier gerade präsentiere, auf diesen netten Buchtitel von Steve Krug. Das war in den 2000er Jahren ein Standardwerk zum Thema Webdesign. Steve Krug spricht vom Prinzip Don't make me think als der Usability-Regel Nummer 1, also in diesem Buch. Damit meint er damals allerdings, dass man einem Objekt sofort ansehen muss, ob es klickbar ist zum Beispiel oder was sich dahinter verbergen wird, wenn man darauf klickt. Also nicht wie dieser Link-Klick hier bei dieser einen Seite vorhin, sondern dass man bei der Benutzung nicht durch Momente des Grübelns oder Rätselns unterbrochen werden möchte. Und das ist natürlich eine ziemlich gute Sache. Ich hasse auch Webdesigns, die das nicht erfüllen. Und manch ein krankes Design krankt auch genau an dieser Stelle. Aber meine These ist jetzt, dass sich dieses Prinzip, und das ist ja hier aus den frühen 2000ern, dass sich dieses Prinzip mittlerweile über die ursprüngliche Usability-Erwägung hinaus zu einer kulturell kodierten Gewöhnung an das Nicht-Denken-Wollen verselbstständigt hat. Wenn man das ein bisschen extrapoliert, wenn man das ein bisschen extrapoliert, würde ich sagen, dass man heute sogar eher schon in der Ära des Can you do the thinking for me angekommen ist. Da sieht man, also das hier ist so eine, das ist auch von Android P, das sind diese, wie heißen die nochmal, Predictive Actions, also dass das Betriebssystem irgendeine Logik eingebaut hat, irgendeine KI, so zumindest das Label, die schätzt, was die Nutzerin wohl als nächstes machen will und dann halt so ein Menü hat, wo einfach diese Actions direkt angeboten werden. Call Fiona und Do Your Workout. Das sind hier diese beiden Optionen, die da also dynamisch in so einem dynamischen Menü dann angeboten werden. Also das ist noch so ein Schritt weiter, dass das Gerät denkt für mich. Jetzt die zweite Dimension, die ich versprochen hatte von diesem Trend der versiegelten Oberflächen, die habe ich mit Verwalten betitelt. Das ist das hier ist der gute alte Dateimanager von Windows 3.11. Man sieht hier ganz übersichtlich, wie ich finde. Nein, ich weine diesem Betriebssystem nicht hinterher, auch wenn es so klingen mag. Aber übersichtlich war es schon. Man sieht hier ganz übersichtlich die einzelnen Laufwerke des Geräts, da oben links. Und dann eben den Verzeichnisbaum, der sich in diesem Laufwerk befindet. Und dann da rechts der Inhalt von dem gerade ausgewählten Verzeichnis. Das hier ist der Windows Explorer, der mit Windows 95 eingeführt wurde. Keine Ahnung, also wenn man das Ding jetzt lange nicht benutzt hat,
und einmal kurz drauf schaut, ist es schon unübersichtlicher geworden. Man kann hier zwar immer noch auf die einzelnen Laufwerke des Rechners zugreifen, die sind da unten, ne? Aber es gibt eine zusätzliche Ebene, das ist dann diese hier, die eher sowas wie einen prozessgeleiteten Zugriff auf die Dateien ermöglichen soll. Man zeigt da besonders relevante Ordner an, die nicht über ihren strukturellen Ort auf der Festplatte selektiert werden, sondern als Shortcuts dienen sozusagen. Man geht dann davon aus, dass es sich dabei um für die meisten User besonders relevante Orte handelt, die man dann schnell und ohne viel Nachdenken müssen findet. Und im Zweifelsfall wissen halt viele NutzerInnen dann auch einfach gar nicht, wo der Ordner Bilder abgespeichert ist. Aber das ist halt auch wurscht. Das ist die Denke, die dahinter steckt. Das hier ist der Apple Finder. Der kam danach, genau genommen war er schon davor da, aber er wurde erst sehr berühmt danach. Und der fügt diesen Prinzipien, die wir gerade genannt haben, nochmal eine Funktionalitätsebene hinzu, nämlich der Finder ermöglicht den Zugriff auf Objekte durch Suchinteraktionen oder durch Findungsinteraktionen, nämlich rückt halt so ein Prinzip von Frage und Antwort in den Vordergrund der Interaktion. Man greift plötzlich auf Dateien zu, völlig ohne über ihren strukturellen Ort auf dem System Bescheid wissen zu müssen, indem man halt einfach irgendwas eintippt, was zum Beispiel den Dateinamen wiedergibt. Interessant ist auch, dass dabei dann ja auch Resultate kommen, die gar keine Dateien sind, sondern zum Beispiel auch Programme oder Bookmarks oder Internetseiten. Das heißt, es wird auch so eine Ontologie der verschiedenen Objekte durchmischt. Also man kriegt als Resultat Äpfel, Birnen und Kirschen und sucht nicht nur im Bereich der Äpfel. Das ist eine interessante Entwicklung. Also da verwischt so eine Sortenunterscheidung. Irgendwann wissen die Leute dann gar nicht mehr, oder weiß ich nicht. Wenn man das nebeneinander stellt, sehen wir diese wirklich bemerkenswerte Evolution vom Verwalten zum Explorieren zum Finden. Man denkt ja immer, wir sind alle so kontrollsüchtig oder eben halt so verwaltungssüchtig. Das ist eher eine Evolution, die das stückweise immer weiter zurücknimmt. Ja, und ich denke, wir leben heute auch schon gar nicht mehr im Zeitalter des Findens, sondern des Pickens. Das Wort Picker ist in der Smartphone-Welt die Bezeichnung für so einen kontextsensitiven Auswahldialog. Hier hat man keinen Zugriff auf Laufwerke oder so etwas, sondern man bekommt situativ das angezeigt, was mit größerer Wahrscheinlichkeit gerade relevant ist. Das kennt jeder aus der Smartphone-Welt. Ich möchte solche Entwicklungen im Ganzen als versiegelte Oberflächen bezeichnen. Es handelt sich dabei um so einen Trend, dass die Technizität der technischen Geräte hinter bunten Interfaces und anthropomorphen Oberflächen verkapselt wird. Und zwei Merkmale sind dafür kennzeichnend. Erstens, man will nicht oder man traut den Usern nicht zu, dass sie das Gerät instrumentell benutzen. Also das heißt als Werkzeug, dessen technische Eigenschaften sie kennen und dessen Verwendbarkeit sich dadurch dann erschließt. Und zweitens, man will nicht oder man traut den Usern nicht zu, die Fähigkeit oder den Willen zu besitzen, die interne Organisation eines Gerätes strukturell zu erfassen. Zum Beispiel, wo was liegt auf der Festplatte. Man scheint eher zu denken, dass der durchschnittliche User immer in so einem Nebelfeld mit maximal einem Schritt weiter Sicht steht. Und deshalb muss man ihm immer genau das vor die Nase halten, was für den nächsten Schritt gerade die relevanten Auswahlmöglichkeiten sind. Und alle anderen Optionen blendet man lieber weg. Die theoretische These, die hier dahinter steckt, ist, dass die Technikgestaltung als eine Art Sozialisationsfaktor aufgefasst werden muss. Damit meine ich, dass das Design von Mensch-Maschine-Interaktionen eine Rückwirkung auf die Menschen und ihre Fähigkeiten hat. Das ist die tiefere These, die ich hier vertreten möchte. Diskutierbare These. Die Grundidee der Usability, dass nicht die Menschen sich dem technischen Gerät, sondern die Technik sich den Menschen anpassen soll, die stimmt ja natürlich und die hat uns auch weit gebracht. Also wir könnten die meiste Technik nicht benutzen ohne. Aber sozialtheoretisch ist diese These halt falsch, denn sie suggeriert einen einseitigen Prozess der Anpassung, nämlich der Technik an den Menschen. Aber tatsächlich handelt es sich um eine Wechselwirkung, denn die Interaktion mit Technik formt Gewohnheiten und Wahrnehmungsweisen. Das heißt, sie hat eine Rückwirkung auf die Menschen, auf die Wahrnehmungsweisen und Gewohnheiten von Menschen. Sie prägt die Art und Weise, wie man technische Geräte erlebt, intuitiv mit ihnen interagiert, wie man sie begrifflich repräsentiert und darüber spricht. Und an dieser Stelle liegt auch der Grund, das ist so ein kurzer Einschub hier, warum ich den Begriff der Entmündigung hierfür gewählt habe und nicht zum Beispiel einen Begriff wie Manipulation. Denn Entmündigung hängt mit Unmündigkeit zusammen und ist das Gegenteil von Mündigkeit. Diese großen
ein bisschen schmalzigen Begriffe wurden alle durch diese Aufklärungsphilosophie seit Kant maßgeblich geprägt oder aufgeladen, muss man fast sagen. Und ich will hier auch gar nicht genau auf diese philosophischen Hintergründe eingehen. Für den Moment reicht es, dass diese Begriffe sich darauf beziehen, ob jemand selbstbestimmt und bewusst eine Entscheidung trifft oder sich selbstbestimmt und bewusst verhalten kann und selbstbestimmt und bewusst mit einem technischen Gerät umgeht. Und das hängt in dem Fall von dem Bewusstsein ab, das man von den technischen Dingen hat. Also auch von den Debatten, die darüber geführt werden, von dem Vokabular, was man zur Verfügung hat, um überhaupt darüber zu reden. Und dieses Vokabular ist massiv von Technologieunternehmen mit beeinflusst. Und man, wenn man entmündigt wird, dann heißt das, dass genau diese Rahmenbedingungen, also Vokabular, Debatten, Bildung und so weiter, darauf hinwirken, dass man sich nicht bewusst entscheiden kann. Das heißt, so ein Aspekt der Manipulation ist natürlich da dabei. Aber Manipulation, würde ich sagen, greift als Begriff zu kurz, weil er nämlich suggeriert, dass jemand eigentlich eine Sache A will, aber irgendwie auf ihn eingewirkt wird, sodass er eine Sache B macht. Und Entmündigung dagegen spricht von so einer Sozialisationswirkung der Technik, das heißt von so einer psychologischen Tiefendimension, die bereits auf der Ebene der Willensbildung selber ansetzt. Sie führt dazu, dass die Person von vornherein diese Sache B will. Und gar nicht die Sache A will, aber dann B macht, sondern weil sie manipuliert wird, sondern sie will von vornherein diese Sache B. Man kann dann deswegen nicht sagen, dass sie irgendwie so abgelenkt wurde, von ihrem eigentlichen Willen getrennt wurde. Sondern durch den Einfluss von Technik wird der Wille selbst gebildet. Das ist die tiefere Analyse, die man da machen könnte. Und diese Sozialisationswirkung, die betrifft dann natürlich auch die Resignationshaltung selbst, dass man Technik ja eh nicht verstehen könne oder wolle. Und Sie sehen, worauf das hinausläuft. Ich behaupte, dass das, was industrielles User Experience Design teilweise macht oder teilweise als Annahmen über die Menschen in ihre Überlegungen hineinsteckt, nämlich zum Teil ein Produkt dieser Technikkultur ist. Also, dass die Leute etwas nicht verstehen wollen und so weiter, ist ein Produkt dieser Technikkultur und nicht einfach nur die Unfähigkeit der Leute, wie es so oft beschrieben wird. Und im Umkehrschluss heißt das dann auch, dass ein ermächtigendes Design von Benutzerinterfaces auch ermächtigte oder empowerte User hervorbringen könnte. Und zu einem solchen Design würde zum Beispiel vielleicht gehören, interne Abläufe sichtbar zu machen, wenn man sie sehen will, nicht aufzudrängen, nicht zur Voraussetzung machen, dass man es benutzen kann, nur wenn man das versteht, sondern aber sichtbar machen, Einblicke gewähren, wenn man sie haben will. Einstellungsmöglichkeiten anzubieten, wenn man sie sucht, Komplexität nicht hinter infantilisierenden Bildern oder Benennungen zu verkapseln, sondern sachlich zu benennen. Und es wäre dann jetzt wiederum ein separates Projekt, etwas sowas wie emanzipatorische User Experience Guidelines genauer sich auszudenken und aufzuschreiben. Ja, um langsam zu einem Schluss zu kommen, möchte ich nochmal an die Interface Nudges erinnern, von denen ich am Anfang gesprochen hatte. Was man daran sieht, ist, dass das Nutzerverhalten als beeinflussbar gilt. Und zwar, und das ist jetzt wichtig, durch unbewusste Stimuli und subtile Eingriffe in die Interaktionsabläufe. Und dann haben wir im zweiten Kapitel gesehen, dass das kommerzielle Internet dicht besiedelt ist mit Massen, mit Messeinrichtungen, um die Reaktion der User auf solche Stimuli quantifizieren zu können. Also der Mensch gilt also nicht nur als unbewusst beeinflussbar, sondern in seinem Verhalten auch noch als statistisch modellierbar, als hochgradig vorhersagbar. Und der Punkt ist jetzt, Sie müssen noch einmal kurz bei mir bleiben. Der Punkt ist jetzt, dass hiermit nicht gesagt ist, dass hier immer nur von einer einzigen typischen Reaktionsweise oder Verhaltensweise von Menschen ausgegangen wird, die dann statistisch ausgemessen wird. Sondern die Menschen sind ja verschieden. Und was man mit Big Data und künstlicher Intelligenz machen kann und auch macht, ist Profilgruppen von unterschiedlichen Nutzerinnen anzulegen, also das Verhalten nach Typen einzuteilen. Das heißt, solche Reaktionspatterns gar nicht so einheitlich zu bestimmen, sondern eher so einige verschiedene Reaktionstypen zu unterscheiden. Und spätestens seit dem Cambridge Analytica-Skandal ist ja bekannt geworden, auch in der öffentlichen Debatte, dass sich die Profilbildung, die man auf Grundlage von Massendaten erreichen kann, nicht nur darauf bezieht, ob jemand eher auf blaue oder rote Schaltflächen klickt, sondern zum Beispiel auch daran, wie man ihm eine Wahlwerbung möglichst so präsentieren kann, dass bestimmte psychologische wunde Punkte von ihm zum Beispiel angesprochen werden.
Also man kann anhand der Daten, die zum Beispiel auf Social Media aggregiert werden, Metriken entwickeln, psychometrische Metriken, die User hinsichtlich ihrer affektiven Reaktionen auf politische Themen zum Beispiel, aber auch auf Lifestyle-Themen, auf beliebige Themen kategorisieren oder hinsichtlich ihrer politischen Manipulierbarkeit erfassen, ihre Sucht- oder Krankheitsdispositionen ausforschen, also zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, dass jemand Diabetes hat oder so, die Lebensführung, die Kaufkraft, die Kreditwürdigkeit und so weiter, alles prädiktiv modellieren. Das heißt, man weiß natürlich nicht, was jemand für ein Einkommen hat, aber man kann halt aus den vielen Verhaltensdaten, die man hat, im Abgleich mit vielen anderen Usern sagen, diese User, die haben ungefähr gleich viel Einkommen, statistisch, und dann weiß man vielleicht noch von einem User, wie viel er hat, und dann weiß man, wie viel die ganze Gruppe ungefähr hat. So funktioniert das. Man schließt von Gruppenkorrelationen auf Informationen, die man von einer Person selber nicht erheben konnte. Aber weil man sie von ein paar anderen hat, kann man anhand solcher Korrelationen sie dann auch für diese eine Person festlegen, zumindest als eine Wahrscheinlichkeitsaussage. Und das heißt, dass Tracking-Daten, wo sie schon einmal da sind, nicht nur zu Usability-Zwecken eingesetzt werden, sondern längst viel lukrativere Verwendungsweisen und Monetarisierungsstrategien gefunden haben. Die meisten User denken ja immer noch, dass ein kostenloser Service im Internet, der wird halt dann durch Werbung finanziert, und wenn die Nutzerdaten, die ich da generiere, dann dafür verwendet werden, dass da bessere Werbung oder für mich passendere Werbung angezeigt wird, dann ist mir das recht, ist ja ein kostenloser Service, finde ich ja gut. Aber der Punkt ist, dass sie nicht nur sich selbst, sondern auch anderen Menschen potenziell schaden, wenn sie ihre Daten freiwillig weitergeben. Und zwar auch ihre anonymen Daten, ihre Nutzungsdaten, wo nicht mit ihrem Namen oder ihre Kreditkarteninformationen im Spiel sind. Warum ist das so? Ja, weil ihre Daten dazu benutzt werden, ihr Verhalten mit dem Verhalten vieler anderen Menschen abzugleichen. Und wenn sie dabei aus dem Rahmen fallen, dann spüren sie möglicherweise negative Konsequenzen. Aber wenn sie nicht aus dem Rahmen fallen, dann liefern sie ja mit ihren freiwillig preisgegebenen Daten dennoch den Maßstab dafür, andere Leute als abweichende Individuen klassifizieren zu können. Und ich will diesen wichtigen Punkt nochmal, ich fahre noch eine Schleife, um diesen wichtigen Punkt ein bisschen zu kontextualisieren. Der Punkt ist nämlich, dass sich der Markt für die Verwertung von Nutzerdaten oder Tracking-Daten im Netz aktuell von dem, was man halt Marketing nennt oder Usability und Marketing, hin zu dem, was man Risk Controlling nennt, transformiert. Nach dem wischenschaftlichen Security-Forscher Timon Chapp war 2017 das erste Jahr, wo das Marktvolumen für Risk Controlling-Anwendungen größer wurde als das für Marketing. Das heißt, dass das Rechtliche das sogar schon überholt hat. Und Risikomanagement bedeutet, also erstmal das klassische Marketing bedeutet, dass man Big Data dafür einsetzt, relevantere Ads anzuzeigen oder smoothere Abläufe zu generieren. Das alles, was ich gerade vorgetragen habe. Und dieses neue Paradigma Risk Controlling auf Grundlage prädiktiver Analytiken bedeutet halt, dass man diese Verhaltensdaten dazu nutzt, zum Beispiel im Bereich Versicherungen oder Medizin, also dass man irgendwie Krankheitsdispositionen mit Wahrscheinlichkeit ausmessen kann. Auf dem Arbeitsmarkt, Zugang zu Sozialleistungen werden dadurch in den USA bereits beeinflusst und so, oder bis hin zum Predictive Policing, also der Polizeiarbeit. Das ist ja noch ein Beispiel, das viele Leute kennen. Also zum Beispiel können Sie auf Grundlage von Massendaten Menschen, was heißt zum Beispiel, das Prinzip ist, dass Sie auf Grundlage von Massendaten Menschen in Risikokategorien einteilen. Und solche Modelle können dann, also eine Kfz-Versicherung zum Beispiel benutzt solche Modelle dann dazu, um Kunden individuelle Versicherungsprämien anzubieten. Also wenn ermittelt wird, dass sie wahrscheinlich schlecht fahren, kriegen sie eine teure Versicherung angeboten. Versicherungen incentivieren sowas, indem sie solche GPS-Tracker, ne? Man kriegt seine Versicherung billiger, wenn man so einen GPS-Tracker benutzt, dann zeichnen die Daten auf, also wie schnell man beschleunigt, wie oft man abbremst, wie riskant man fährt, wo, in welche Nachbarschaften man fährt, weil man weiß ja auch, ob die gefährlich sind oder nicht. Und aktuell wird das noch auf dem Wege der Rabattierung angeboten, um erstmal ganz viele Daten sammeln zu können. Aber man weiß halt dann auch, welche Leute man beim nächsten Mal den Vertrag halt nicht wieder, also gar nicht wieder anbietet, also ihnen das kündigt oder einen bestimmten Vertragswechsel nicht anbietet oder irgendwann auch mal, wem man das teurer machen muss. Irgendwas habe ich hier vielleicht gerade. Ich soll die Maus bewegen. Ja. So ist es. Ich
glaube ich, irgendwie meinen Fuß. Kann es sein, dass ich mit dem Knie da irgendwo dran gekommen bin? Weil ich bin mit dem Knie da irgendwo dran gekommen. Ich hoffe nicht. Wo bist du denn dran? Mein Knie ist ungefähr diese Höhe. Ja. Probier mal durch, vielleicht ist der falsche Beamer. Zack, danke. Sorry, Schreck. Ich bin auch gleich fertig. Ich würde das jetzt noch nach Hause bringen. Genau, also das sind drei Literaturempfehlungen von aktuellen Texten, die genau diese sozialen Konsequenzen von Big Data oder Tracking Data oder KI ausbuchstabieren. Also das linke hier ist ja schon fast ein Klassiker. Cathy O'Neill, Weapons of Math Destruction, dieser schöne Buchtitel, der ist eine riesengroße Beispielsammlung. Da stecken auch genau solche Beispiele drin, wie Big Data bei Versicherungen benutzt wird oder bei Jobauswahlverfahren oder im Gesundheitsbereich. Das mittlere ist eine Studie, die vor allem auf den Einsatz solcher prädiktiver Analytiken und auch gar nicht so sophisticateder Verfahren bei dem Zugang zu sozialstaatlichen Leistungen in den USA eingeht. Und der rechte Titel ganz aktuell betrifft vor allem die rassistischen Strukturen, die in solchen Suchalgorithmen drin stecken. Das wäre jetzt wirklich als Werbung gemeint, diese Bücher lohnen sich zu lesen. Genau, meine abschließenden Worte. Das ist nämlich das Thema, was ich kollektiver Datenschutz nennen möchte. Nach aktueller Gesetzeslage werden ja die meisten Tracking-Daten legal erhoben und verarbeitet. Die Datenschutzgesetzgebung, obwohl sie in Deutschland und neuerdings ja auch in der EU eine der strengsten ist, bleibt einer individualistischen Perspektive verhaftet. Das schützenswerte Gut ist die Verfügung über die eigenen personenbezogenen Daten durch das Individuum selbst. Und darunter fallen die Tracking-Daten erstens oft überhaupt nicht, weil sie nämlich gegebenenfalls anonym erhoben werden. Also welchen Link ich angeklickt habe, ist kein personenbezogenes Datum, solange es nicht mit personenbezogenen Daten über mich in Verbindung gebracht wird. Und außerdem erlaubt es das Gesetz jedem Individuum, der Erhebung dieser Daten freiwillig zuzustimmen. Und das ist das, was Sie machen, wenn Sie den Banner unten sehen, dass diese Seite Cookies benutzt. Und jeder klickt da auf Ja. Damit fallen aber die gesellschaftlichen Folgen der Datensammlung komplett durch das Raster der Privacy-Debatte. Es wird nicht bedacht, dass die Verwendung meiner Daten auch andere Menschen schaden kann, denn auch die Person, die selbst nichts zu verbergen hat, wie es immer so schön heißt, und deshalb ihre Daten einfach hergibt, die trägt zur Gesamtheit der Datenpunkte bei, auf deren Grundlage andere Individuen zum Beispiel negativ bewertet und diskriminiert werden können. Das heißt, es ist eben nicht nur meine Verfügungsgewalt über meine Daten, sondern ich habe auch Konsequenzen durch die Art und Weise, wie Sie mit Ihren Daten verfügen. Das will ich sagen. Auch wenn ein privilegierter Erdenbürger selbst natürlich diese negativen Konsequenzen in der Regel nicht spürt, das heißt, es ist ihm egal, dass Google seine E-Mails hat oder Facebook über sein Sozialleben Bescheid weiß, trägt er halt mit diesen Daten dazu bei, dass andere Menschen aufgrund ihrer E-Mails oder aufgrund ihrer Facebook-Nutzung als Abweichler, als Hochrisikokunden, als psychisch labil, als eventuell gefährlich selektierbar sind und all das. Und die negativen Konsequenzen der Datennutzung sind also nicht auf alle Mitglieder der Gesellschaft gleich verteilt, sondern treffen die Armen, Schwachen, Kranken und die Minderheiten überproportional. Aber schlecht Autofahren tun auch in allen Gesellschaftsschichten Leute. Das finde ich ganz sympathisch an diesem Beispiel. Das zeigt nämlich, dass eigentlich wirklich jeder ein Interesse daran hat und man sich gar nicht darauf verlassen kann, dass man schon derjenige sein wird, den es nicht trifft. Genau. Zu einem mündigen Umgang, das ist vielleicht das Stichwort, das hier im Spiel ist, mit digitalen Geräten gehört, das war halt so eine Besinnung auf die kollektiven Effekte. Und das steckt auch in der Aufklärungsphilosophie der Mündigkeit bei Kant drin. Dieses Moment des Kollektiven, der Besinnung auf das Kollektive. Also zu einem mündigen Umgang mit solchen Geräten gehört dann halt meiner Meinung nach auch eine Besinnung auf das kollektive Datenschutzinteresse, die nicht bei der autonomen Verfügung über die eigenen Daten stehen bleibt. Und anders als es das Wort Privacy suggeriert, was ja im englischen Diskurs dann immer verwendet wird, ist es eben keine Privatsache, wie man mit seinen Daten umgeht, sondern ob man sie für sich behält oder freiwillig oder anonym preisgibt, sondern tatsächlich handelt es sich dabei um eine hochgradig politische Angelegenheit. Gut, vielen Dank. Ich höre mal an dieser Stelle auf.